Und damit willkommen zurück bei War Thunder. Heute machen wir wieder eine Runde Panzer. Und zwar heute gehen wir auf Panzer Level 3. Nein, das sind keine Panzer. Da bin ich mir auch fast ganz dolle sicher, dass das keine Panzer sind. So, jetzt Panzer Level 3. Sind nicht alle Level 3, aber viele. Und wir fangen direkt an. Mal schauen, was wir heute erwischen. Oh, Conquest Berlin. Interessant. Die Karte hatte ich euch ja schon mal ein bisschen näher gebracht. Mal schauen, was wir heute hier machen müssen. Wie viele Punkte wir haben, welche Punkte. Genau, wo die liegen. Ich würde nämlich auch gerne mal hier runter zum Brandenburger Tor fahren eigentlich. Vielleicht machen wir das auch einfach mal in der Folge. Und wir nehmen als erstes den Stuck G. Hat leider kein Bord-MG, aber da er relativ flach ist, spiele ich trotzdem gerne mit einem Stück. So, werden wir gleich mal... Ah, wir kommen sowieso unten raus. Und wir haben einen Punkt. Entschuldigung. Ja. So, da vorne wird hier erstmal ein bisschen Modernisierung gemacht. Genau, da hinten ist auch schon das Brandenburger Tor in Sichtweite. Ich muss sagen, heute sieht die Region deutlich schöner aus, vor allem mit Siegessäule und allem. Genau, und da ist das Brandenburger Tor. Ich will einfach mal ganz kurz mit dran vorbeifahren. Wir fahren dann auch gleich wieder richtig. Mit einer Straßenbahn davor, der Quadriga oben drauf. So halb zumindest. Fahren wir noch mal ganz kurz außen rum. Nur um einfach mal kurz zu gucken. Genau, hier drüben das abgebrannte Waldorf Astoria Hotel. Wenn ich mich da gerade nicht täusche, ich glaube, das war Astoria. Was damals ja auch zerbombt wurde, und das Brandenburger Tor. Sieht man ja auch nicht so oft, das Brandenburger Tor, vor allem hier nicht. Na, wir fahren jetzt hier zum Reichstag. Ich wusste auch nicht, dass die in der Realität so nah beieinander liegen. Ich hätte mir gedacht, es wäre noch ein Stück weiter weg. Aber ich kann nicht, oh, es kann ja auch sein, dass die Karte jetzt einfach ein bisschen zusammengewürfelt wurde. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich war lange nicht mehr in Berlin. Oh, ich habe gerade die Straßenbahn nachgeladen. Da erstmal zusammenschießen. Wobei jetzt hier hinten rum so fahren ist vielleicht auch keine so dumme Idee, ne? Wenn wir jetzt mal hier oben lang fahren, ich weiß, wir machen gerade ganz viele Punkte, aber trotzdem. Lampe fällt. Wow. Kommt dort einfach mal ein Panzer um die Ecke. Da will mir jetzt nicht erzählen, dass er Angst hat, oder? Dann fahr vor, komm. So, kommt hier irgendwas Rotes gespawnt? Ja. Also einmal Farbe zeigen und rein ins Getümmel. Da unten bin ich mit.
Übrigens war da gerade eine Kaliope, oder? Das eine. Egal. Geil. Und wir fliegen. Und wir fallen. Was? Juno, Juno, Juno. Hallo Leute. Alter! Was war das dort alles? KV2 war ganz wieder an vom Müll. Hier, KV2 in Jagdpanzer. Ach Gottes Willen. Wenn wir jetzt hier. Ah, sieht er ja gerade nicht gut. Gucken wir nicht jetzt nochmal 5. Ah ne, kann ich ja irgendwie. Wenn wir uns jetzt gerade durchfahren und dann von der linken Seite an den Punkt ran machen, vielleicht können wir da ein bisschen Boden gut machen, wobei dort oben stehen sie aber alle. So, wir nehmen mal die 4. Auch ein schönes Gefährt. Stück 42 die Häuserkampfunterstützung ist gedamaged. Sieben mache ich gerade mal mit. Da noch. KV2 von da vorne, ne? Ja. Im Turm? Oh, das war nie gut. Nee, das war nicht gut. Ah, den KV2 ist auch zerlegt. Sehr schön. Trotzdem haben wir ein paar Punkte zerstört. 7 machen wir. In der Zeit schon mal Richtung A bewegen. So muss ich ihn verteidigen. Sieht nicht so aus. Mittelschwerer Panzer. Flugabwehrpanzer hat ja... Oh, hat mich ja schon so gut hier rumgeholt.
War ja eh nur noch 4 Sekunden. Oh, Alter! Bist du dumm? Froh sein. Will man ihm schon mal helfen und dann kann man ja nicht mal. Ja, schön, schön gemacht. Was? Was? Der mit Dreckskammer. Leute, ist gut. Was war das denn? Aber wieder aus der scheiß Camper-Ecke. Ah. Die Idioten. Gut, wir sind raus. Leider. Da sollte man vielleicht noch ein bisschen fixen, dass man zumindest, wenn man gerade aus dem Spawn rauskommt, nicht gleich abgeknallt wird. Das ist ein bisschen schade, das macht das Spielerleben schon ein bisschen kaputt. Naja, gut, was soll's. Die Folge ist ja noch gar nicht lang, wir sind erst bei 7 Minuten oder so. Gucken Statistik. Gut, geht. Immer ein paar Abschusshilfen, das ist schon okay. Im Panzern bin ich auch nie so wirklich gut. Ist zwar gerade spannend, aber ich würde eigentlich trotzdem sagen, wir beenden die Folge schon. Weil die 13 Minuten jetzt noch zu warten und nur ein bisschen was zu erzählen ist ein bisschen... Meh. Ach ja, die Mission vor, ich glaube, 2 Folgen, die, wo ich gesagt habe, ich sage in der nächsten Folge nochmal, ob wir gewonnen haben oder nicht. Wir haben gewonnen. Nee, wir haben nicht gewonnen, so rum. Aber es gab noch ein paar, das habe ich ja noch gezeigt, stimmt. Aber es gab noch ein paar Punkte, genau. Habe ich ja sogar nochmal einen Nachtrag zu gemacht, richtig. Es war dann gestern nur ein bisschen spät geworden. Deswegen habe ich dann auch nicht mehr aufgenommen, weil keine weiteren Folgen. Gut, ja, ich hole mal kurz aus der Uhr, gibt auch bald Essen. Das ist schön, langsam kriege ich nämlich Hunger. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt in die Kommentare rein, warum. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!